lieber Bandsäge? Das ist keine Biberbandsäge, sondern eine normale Bandsäge. Was eine Biberbandsäge ist, müsst ihr selber rausfinden. Aber Bandsägen sind grundsätzlich ein Werkzeug, was sehr, sehr einsteigerfreundlich ist. Und Achtung, die große These des Videos, eine Bandsäge ersetzt eine Formatkreissäge. Hä? Wie geht das? Erstmal die Basics. Wie man eine Bandsäge einstellt, habe ich euch vor einiger Zeit schon mal hier gezeigt. Daran hat sich nichts geändert und das ist eigentlich auch jetzt bei einer größeren Bandsäge immer noch genauso. Wenn wir uns jetzt eine Bandsäge anschauen, dann ist es natürlich so, dass wir einen ganz, ganz großen Unterschied haben zu fast jedem anderen sägenden Werkzeug, was wir haben. Und das ist, wie das Sägeblatt läuft. Bei einer Formatkreissäge, bei einer Handkreissäge, bei einer Tischkreissäge, bei einer Kappsäge, bei einer Pendelhubsäge, bei allen möglichen Sägen dreht sich das Sägeblatt zu uns. Das heißt, es besteht immer die Gefahr, deswegen auch der Spaltkeil, dass ein Stück Holz in diese Richtung fliegt und dann zum Beispiel hier in meine Magenkuhle oder wie auch immer, oder das Stück Holz in irgendeine Richtung gerissen, gezogen, geschossen wird. Der ganz große Unterschied bei einer Bandsäge ist, da das Sägeblatt hier im Kreis läuft und nach unten sägt, besteht diese Gefahr eigentlich zu fast 0%. Das heißt, eine Bandsäge ist grundsätzlich, wenn man nicht ganz grobe Fehler macht, wie so in die Bandsäge fassen oder andere dumme Sachen, zu denen wir kommen, ein extrem sicheres Werkzeug, mit dem man sehr, sehr, sehr unfallfrei arbeiten kann. Wie gesagt, natürlich diese Klassiker hier, die sollte man lassen. Aber ich würde mal sagen, das ist jedem klar, weil man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass das wehtut und man will es nicht. Aber auch da, der große Vorteil bei einer Bandsäge ist, auch wenn ich hier reinfassen würde, wäre das ziemlich scheiße, weil sie natürlich nicht stoppt. Aber anders als bei anderen Maschinen werde ich nicht mitgezogen. Das heißt, wir haben hier eine sichere Maschine, die eigentlich fast alle Schnitte, die eine Formatkreissäge macht, Gesundheit, auch machen kann. Was eine Bandsäge natürlich nicht kann, aufgrund der Sägeform, ist eine Nut zu sägen. Wenn wir uns jetzt bei der Formatkreissäge vorstellen, das Sägeblatt guckt hier minimal raus, wir schieben das Ganze drüber, haben hier eine Nut. Das müssten wir jetzt bei einer Bandsäge ja so rumsägen, das geht also nicht. Aber wir können alle anderen trennenden Schnitte machen. Das heißt, wir können unser Holz an einem Parallelanschlag, der im besten Fall parallel ist, also das ist schon mal wichtig bei einer Bandsäge, darauf sollte man achten. Wir können unser Werkstück so durchführen, wir können es so durchführen, unser Holz sozusagen in der Mitte teilen, um ein Spiegelbild zu bekommen. Mit einer Vorrichtung können wir das Holz auch schräg durchführen und wir können mit verschiedenen Vorrichtungen auch Kreise und andere Sachen schneiden. Das heißt, das Werkzeug an sich ist erstmal sehr, sehr vielseitig. Und warum ist es jetzt so, dass diese Bandsäge eine Formatkreissäge ersetzen könnte? Das ist natürlich eine schwierige Aussage, weil große Platten hiermit zuzusägen ist ehrlich gesagt kein großer Spaß, aber es ist möglich und auch große Bohlen kann man mit einer Bandsäge aufbrechen. Und warum ist das interessant? Ganz einfach, so eine Bandsäge, selbst diese hier, ist deutlich günstiger als so eine Formatkreissäge. Und der andere riesengroße Vorteil ist die Größe. Eine Bandsäge braucht sehr, sehr wenig Platz im Sinne von Standfläche. Das heißt, natürlich brauche ich, wenn ich eine 6 Meter Bohle sägen will, 6 Meter hier und 6 Meter da hinten. Aber die Säge an sich nimmt wenig Platz weg, auch wenn wir uns die Größe angucken. Ich bin ja nun kein Riese, aber die Bandsäge ist auch nicht viel größer. Insofern ist das gerade für kleine Werkstätten am Anfang eine Maschine, die sehr, sehr viel Sinn machen kann, weil sie so vielseitig ist, weil sie so sicher ist. Und weil sie recht klein ist, was natürlich trotzdem bei einer Bandsäge, und das sage ich aus eigener Erfahrung, ich hatte ja früher eine kleine, jetzt habe ich eine große, sehr wichtig ist, ist die Absaugung. Bandsägen machen höllisch viel Staub und durch die Art, wie sie sägen, ballern sie den eigentlich auch überall hin und der ist auch gerne äußerst fein. Das heißt, wer eine Bandsäge betreibt, sollte auf jeden Fall eine Absaugung anschließen. Bei dieser Bandsäge ist es jetzt ja sogar so, dass ich theoretisch gesehen zwei Anschlüsse habe. Das heißt, ich könnte an zwei Stellen absaugen. Kleiner Trick, meistens bringt es am meisten, wenn man direkt hier, das ist auch der klassische Eingang, direkt unterm Sägeblatt an dem unteren Rad absaugt, da entsteht der meiste Staub. Das sind also schon mal ein paar Punkte, worauf man achten sollte. Wenn man sich jetzt eine Bandsäge kaufen wollen würde, dann wäre es sehr wichtig, sich einmal zu überlegen, was für eine Schnittkapazität brauche ich? Weil das ist etwas, was die Bandsäge sozusagen festlegt. Wir haben ja hier oben ein Rad und unten auch.
Über diese beiden Räder läuft das Sägeblatt, das schauen wir uns auch an der Tafel gleich nochmal an. Und das Wichtige ist, durch den Abstand der Räder und auch durch die Größe der Räder wird vorgegeben, wie hoch dieses Sägeblatt sozusagen freiliegend ist. Und wenn wir das jetzt hier bei mir mal so weit wie möglich hochdrehen, dann sehen wir, was ich mit Schnitthöhe meine. Das ist auch was, das wird man an einer Formatkreissäge in der Regel nicht hinbekommen, hoffe ich zumindest, dass ihr nicht so eine Formatkreissäge habt. Ich suche etwas Passendes. Also wir sehen, wir können hier enorme Längen aufsägen oder Höhen besser gesagt. Da muss man sich natürlich überlegen, was brauche ich? Ich bin ganz ehrlich, also mehr als 30 cm wird schon sehr, 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 sehr sportlich. Da braucht man ein ganz, ganz scharfes Blatt. Aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig zu überlegen, was möchte ich machen? Wenn ich also viel Holz quer, längs, wie auch immer ihr das Holz euch vorstellt, in dieser Richtung auftrennen möchte, um einen Spiegelschnitt zu haben, dann sollte ich mir natürlich überlegen, brauche ich wahrscheinlich mehr Höhe, als wenn ich einfach nur kleine Trennschnitte mache, was genauso möglich ist. Denn wir haben ja hier einen Anschlag und das ist auch das Nächste, worauf wir achten sollten, dass wir einen sehr massiven Anschlag haben. Denn auch hier ist der Anschlag natürlich die Führung und damit der Garant, dass wir gerade bzw. parallel zum Anschlag sägen. Was dabei wichtig ist, viel wichtiger als dass der Anschlag an sich gut ist, ist, dass er verstellbar ist. Dass wir also, falls er nicht in einem 90-Grad-Winkel sein sollte, ihn verstellen können. Hier habe ich mehrere Stellschrauben, das ist also recht einfach. Und er ist auch umlegbar, das ist also auch ganz nett. Da könnt ihr drauf achten, das hängt wie gesagt davon ab, was ihr macht. Das ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig, aber es ist ganz nett, weil wenn ich jetzt hier das Ganze wieder ganz runterfahren würde, dann wäre natürlich der hohe Anschlag irgendwann, wenn ich hier sehr nah ans Sägeblatt rangehe, definitiv jetzt ungefähr schon im Weg. Wir stellen uns vor, der geht ja hier hoch. Und so kann ich trotzdem die Abdeckung des Sägeblattes sehr weit runterfahren und habe trotzdem meine Führung. Und das ist auch das Wichtige bei der Bandsäge. Wir sehen, bei jeder seriösen Bandsäge haben wir einen sehr, sehr guten Schutz. Wenn ich das noch weiter runterfahre, um es wirklich auf die Spitze zu treiben, dann kann ich da nicht mehr reinfassen. Wie soll ich das machen? Da müsste ich ein Stück Holz wegnehmen und hier drunter fahren. Und das wäre dann schon doof. Aber wir sehen, wir haben also einen guten Anschlag, das ist wichtig. Und auch diese Schutzvorrichtung ist wichtig, die ist aber eigentlich immer dabei. Also da braucht man sich fast keine Sorgen machen. Der nächste Punkt, der natürlich wichtig ist, wenn wir zum Beispiel Kappschnitte machen wollen würden, das heißt, wir wollen nicht längs der Faser schneiden, sondern quer zur Faser, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir eine Führung haben. Wir können das natürlich Freihand machen. Da besteht immer die Gefahr, dass wir hier wackeln. Freihand an einer kurzen Kante so führen, das sage ich ganz ehrlich, ist wie bei der Formatkreissäge ein Schnitt, den man eher nicht machen sollte. Weil hier die Gefahr besteht, dass sich das Stück verkantet und das ist dann doch nicht ganz so witzig. Deswegen, wenn ihr Kappschnitte auf der Bandsäge machen wollt, solltet ihr darauf achten, dass ihr hier eine Führung habt, dass ihr euch zum Beispiel so einen ganz einfachen Führungsschlitten bauen könnt, hier mit einem Anschlag, dass das Stück gut gestützt ist. Ihr seht, ich mache das nicht. Ich mache das mit der Kappsäge. Warum, habe ich hier in diesem Video erklärt. Aber möglich ist es. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ist dieses hier. Wenn ihr euch eine Bandsäge kauft, wie gesagt, ich habe ein Video zum Einstellen dieser Mechanismen vor einigen Jahren gemacht. Ganz wichtig ist, dass ihr hier auf eine hochwertige Sägeführung achtet. Und das ist ganz wichtig, anders als bei der Formatkreissäge, wo das Sägeblatt auf einer massiven Welle sitzt und sich nicht wirklich bewegen kann, ist das Bandsägeblatt natürlich je nachdem sehr beweglich, weil es sehr, sehr lang ist, also auch sehr flexibel. Und dafür brauchen wir hier eine gute Führung. Und was ist da eine gute Führung? Eine, die sich gut einstellen lässt. Da müsst ihr euch wirklich ein bisschen schlau machen. Es gibt natürlich Diskussionen darüber, wie gut jetzt hier diese Kugellager sind und all solche Sachen. Das Wichtigste ist, wenn ihr eine Bandsäge euch kaufen wollt, dann achtet darauf, dass hier oben wirklich eine feine und saubere Einstellung möglich ist. Denn je besser ihr eure Bandsäge einstellt, desto besser sägt sie. Und das ist auch nochmal sozusagen die These am Rande. Wenn man heute in Tischlereien geht, sieht man eigentlich immer eine Bandsäge und sie steht meistens ganz hinten in der Ecke, hinter der Bohrmaschine und davor ist noch ein alter Tisch. Und das ist ein Zeichen dafür, kein Schwein nutzt dieses Gerät. Das liegt meiner Meinung nach einfach daran, eine Bandsäge ist, anders als eine Formatkreissäge, habe ich schon gesagt, ein Werkzeug, was sehr präzise eingestellt werden muss und auch immer wieder nachgestellt werden muss. Aber wenn man das macht,
hat man perfekte Schnitte. Aber bedeutet aber auch, wenn man das nicht macht, dann ist eine Bandsäge Müll, weil dann sägt sie schief. Und das hatten wir gerade in diesem Video zum Thema Hand- und Tauchkreissäge. Wenn eine Maschine nicht besser sägt als sich selber, dann macht es keinen Sinn, diese Maschine zu kaufen. Wir schauen uns jetzt an der Tafel nochmal an, warum dieser Sägeschnitt so sicher ist und warum dabei eigentlich fast nichts passieren kann. Dann gucken wir uns noch ein paar Vorteile an und dann, ja, müssen wir abwarten, was dann kommt. Eine Sache, die mir gerade noch so richtig in den Kopf knallt, ist, eigentlich ist es logisch, aber ich sage es trotzdem nochmal, ich habe ja gesagt, dass die Bandsäge immer nach unten drückt. Das heißt, auch unser Werkstück muss immer flach auffliegen. Wir dürfen es also nicht versuchen, jetzt irgendwie so durchzuschieben, weil die Bandsäge wird es genau so runterhauen. Und wenn unser Finger hier zwischen ist, wird das sehr doll wehtun. Das heißt, alle Werkstücke, die wir auf der Bandsäge sägen, liegen immer flächig auf. Kippeln nicht, sondern sie liegen flach auf. Und auch Rundstäbe, das ganze Thema können wir auch noch mal ganz kurz anreißen, sind eher gefährlich. Ich gucke mal eben, ob ich in der Schnelle einen finde. Ja. Warum? Ganz einfach, durch das Runterdrehen ist die Gefahr, dass sich das Ganze doch bewegt, verhakt, rausschießt, wie auch immer, bei Rundstäben doch relativ hoch. Und ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, ja, aber Jimmy DeResta zum Beispiel, der macht das ja auch dauernd. Dazu kann man eine Sache sagen, Jimmy DeResta hat seinen kleinen Finger an einer Bandsäge verloren und jeder, der sieht, wie der angenäht ist, der wird sich darüber vielleicht nochmal Gedanken machen, denn nur weil jemand das macht, ist es nicht immer richtig. Und wie gesagt, bei der Bandsäge ist das eigentlich einer der großen Faktoren. Etwas liegt nicht richtig auf und klemmt einen. Wie gesagt, die Kraft geht nach unten. Oder der Rundstab, wenn man ihn führt, fliegt einem aus der Hand. Wie mache ich das dann richtig? Ganz einfach. Ich baue mir einfach so eine V-Vorrichtung. Das heißt, ich habe hier einen 90-Grad-Winkel drin. Da lege ich meinen Rundstab rein. Dann kann ich super von oben drücken. Das Ganze ist schön fest. Schiebt das Ganze durch, der kann sich nicht wegdrehen, kann nicht wegrollen. Fertig. Super sicher und sicher. Sicher ist sicher. Warum ist die Bandsäge jetzt so sicher? Ganz einfach, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben also zwei Räder, die sozusagen die Führung für unser Sägeblatt bilden. Und das Ganze läuft ja um diese Räder immer im Kreis. Das heißt, es läuft so rum. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Sägezähne, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, so ausgestellt, ja immer hier nach unten fahren und wir hier, wir machen den Strich mal wieder weg, das habt ihr jetzt gesehen, hier unseren Arbeitstisch haben, dann ist der Unterschied zur Formatkreissäge, da haben wir unser Sägeblatt, was hier rausschaut, hier sind die Zähne und es läuft auch rum. Wo ist da jetzt der Unterschied? Ganz einfach, hier geht die Kraft nach unten, weil das Sägeblatt nach unten fährt und die Zähne nach unten ziehen, im schlimmsten Fall. Bei der Formatkreissäge ist es so, dass die Zähne hinten nach oben schießen und je weiter sie rumgehen, wollen sie alles in diese Richtung schießen. Erst hier, genau ab diesem Punkt, geht das Ganze nach unten. Und das ist eigentlich ja auch genau der sicherste Part beim Sägen, das Eintauchen. Da passiert meistens eigentlich am wenigsten, weil das Holz ganz einfach runtergedrückt wird. Und der große Clou ist jetzt, bei der Bandsäge ist das ja dauernd so, weil die sägt ja immer nur nach unten. Da gibt es all diese anderen Berührungspunkte mit Sägezähnen, gibt es einfach nicht. Das heißt, ich jetzt hier meinen super tollen Lappen nehme und das hier wieder wegmache. Formatkreissäge gucken wir uns eh nochmal im Detail an, aber wir sehen schon mal, dass die Bandsäge hier also eigentlich fast keine Gefahr hat. Die größte Gefahr liegt wirklich im Handling an sich, das schauen wir uns gleich ganz kurz beispielhaft an. Wie man sicher an der Bandsäge arbeitet, können wir uns vielleicht separat nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob das lohnt für ein ganzes Video, aber ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr es sehen wollt oder nicht. Wir können sonst auch nochmal gucken, wie man bei so einer großen Bandsäge das Sägeblatt wechselt, wen das interessiert, das weiß ich nicht, könnt ihr entscheiden. Wenn wir uns jetzt also hier merken, okay, das Sägeblatt und die Kraft, die gehen, jetzt habe ich den Pfeil weggemacht und machen wieder, die geht immer nach unten, dann ergibt sich daraus auch ein sehr, sehr, sehr geringer Gefahrenbereich. Bei der Formatkreissäge und Tischkreissäge ist es so, das ist ja auch ein Problem bei den kleinen Tischkreissägen. Alles hinterm Sägeblatt ist Gefahrenbereich. Warum ist das so? Weil die Sachen, wie ich gerade gesagt habe, nach vorne bzw. in dem Fall nach hinten geschossen werden. Da sollte man also nicht stehen. Also gerade bei kleinen Tischkreissägen steht man gerne dahinter und schiebt vor und irgendwann fliegt einem so ein Speer in den Bauch und man wundert sich, warum man so doll Bauchschmerzen hat oder tot ist. Ja, kann passieren. Ist alles schon vorgekommen. Innere Blutungen sind nicht so witzig, wie man denkt.
Der große Vorteil bei der Bandsäge ist, diesen Gefahrenbereich vor der Säge gibt es eigentlich nicht. Der einzige Gefahrenbereich, schauen wir gleich nochmal bei der Säge an sich, ist tatsächlich in diese Richtung. Das heißt, wenn wir uns die Säge von der Seite hier vorstellen, denn die einzig große Gefahr, die ausgeht, ist, dass das Sägeblatt reißt und dann in diese Richtung ausschlagen könnte. Das ist die größte Gefahr. Was natürlich passieren kann, ist, dass sich kleine Teile verklemmen, all solche Sachen. Das schauen wir uns jetzt aber wieder bei der Bandsäge an, weil das macht in der Theorie wenig Sinn. Wichtig ist, weil wir kommen gleich zu dem sicheren Handling, ganz wichtig ist immer sich zu merken, das Sägeblatt fährt in einem Ei, sagen wir mal, oder in einem Oval und die Kraft geht immer nach unten. Das heißt, die Säge zieht alles nach unten. Deswegen jetzt sicheres Handling an der Säge. Sicheres Handling, ausnahmsweise an einem absoluten Extrembeispiel, wie man es nicht machen sollte. Ein Kollege von mir hat einen Chef gehabt, der einen Bindfaden durchschneiden wollte. Wir stellen uns mal vor, dass dieses Stück Furnier jetzt ein Bindfaden ist. Den hat er sich so um die Daumen gewickelt und wollte den hier dran durchschneiden. Das Problem ist jetzt, ich hatte gerade gesagt, die Bandsäge geht immer nach unten. Das heißt, die Bandsäge nimmt dieses Stück Furnier einfach mit. Und wenn das jetzt ein Bindfaden ist oder ein dickerer Faden, der nicht reißt, dann geht der mit nach unten. Und in dem Fall sind die beiden Daumen übrigens dann auch mit nach unten, ohne die Hände dran. Das heißt, er hat beide Daumen verloren. Das ist also ein gutes Beispiel, also eigentlich ist es ein furchtbares Beispiel, aber ein gutes Beispiel, um zu verstehen, die Kraft, das Sägeblatt geht nach unten und nimmt theoretisch gesehen alles einfach mit hier nach unten. Das müssen wir uns vor Augen halten. Jetzt gucken wir uns nochmal abseits von diesem fürchterlichen Beispiel ein paar andere wichtige Sachen an. Wichtig ist, das hatte ich eben gerade schon gesagt, und das gilt eigentlich für jede Maschine, wenn wir einen Schnitt machen, der diese Höhe hat, dann sollten wir unsere Sicherheitsvorkehrungen oder Sicherheitsvorrichtungen so weit wie möglich runterfahren, damit, und das gilt wie gesagt für jede Maschine, möglichst wenig Sägeblatt sinnlos frei liegt. Denn hier hätten wir jetzt ja wieder die Gefahr, dass wir sagen, alles klar, ich bin hier voll drin, ich schiebe das durch, zack, ist die Hand mit drin, aua. Da sollte man also drüber nachdenken. Der einfache Trick ist im Zweifelsfall, das ist jetzt nur ein Beispiel, dass man einen Schiebestock nimmt, in diesem Fall jetzt metaphorisch, bildlich dargestellt durch einen Bleistift. Ich könnte auch die zwei Schiebestöcke einfach von der Formatkreissäge nehmen. Das hat aber den Vorteil, dass wir sozusagen hier wieder den Druck gegen den Anschlag ausüben können und gleichzeitig den Druck von hinten ausüben können. Und im Zweifelsfall könnte man jetzt hier mit einem Schiebestock das Ganze durchschieben. Der ganz große Vorteil ist, dadurch, wie die Bandsäge funktioniert, stellen wir uns jetzt mal vor, ich bin jetzt hier zur Hälfte reingesägt und stelle fest, okay, ich habe keinen Schiebestock da, ich bin jetzt gerade in Panik, was mache ich jetzt? Bei einer Bandsäge können wir loslassen. Da die Kraft nur, also man sollte es vermeiden, ich sage es mal so rum, aber es ist machbar. Ihr seht es bei mir auch öfter, dass ich um die Bandsäge rumgehe bei Schnitten. Denn dadurch, dass die Kraft nach unten geht, schießt das Stück nicht weg. Wo soll es hinschießen? Es würde, wenn, immer auf den Tisch gedrückt. Das heißt, wir können jetzt ganz in Ruhe rumgehen, das Werkstück von hinten ziehen. Denn auch da besteht fast keine Gefahr, denn das Werkstück kann nicht nach hinten, nicht in diese Richtung gezogen werden. Das heißt, selbst, also wenn wir von hinten ins Sägeblatt greifen würden, würden wir auf ein sich sehr schnell bewegendes Stück Metall greifen. Es wäre aber kein Schnitt, denn die Zähne sind nur vorne. Das heißt, das ist alles im Verhältnis zur Tischkreissäge extrem sicher. Was natürlich passieren kann, ist, habe ich gerade gesagt, wir machen den größten und bekanntesten Fehler, den alle Amerikaner immer gerne machen, und sägen ein Stück freihändig, was hier kürzer ist, als es breit ist. Auch bei der Formatkreissäge, Tischkreissäge. Macht das nie. Nie, nie, nie freihändig. Egal, wie cool ihr seid. Letztens hat auch einer geschrieben, ja, manche Sachen müsste man nur lernen. Das ist einfach absoluter Scheiß. Das musst du nicht lernen. Du hast einfach nur Glück, dass es oft gut geht. Denn die Gefahr ist, selbst hier bei der Bandsäge, dass das Stück sich minimal dreht und dadurch verkantet. Was passiert? Es drückt sich nach unten, fliegt vielleicht hier hoch und hängt so fest. Ist nicht so schlimm. Wenn eure Hand hier zwischen wäre, ist es schlimm. Und bei der Formatkreissäge ist es noch viel schlimmer. Das ist dann Kickback und all solche Sachen. Also, wenn ihr einen solchen Schnitt machen wollen würdet, habe ich ja gerade gesagt, am besten hier mit einer Führung, dann ohne den Anschlag. Oder ihr macht es einfach nicht mit der Bandsäge oder nicht mit der Tischkreissäge, weil das einfach, nochmal einfach zum Hören, diese Kante kürzer als diese Breite zum Sägeblatt, no bueno, wird nicht gemacht, mir egal was eure Ausrede ist, macht man nicht. Das sollte man also auch hier vermeiden, denn ich hatte ja gesagt,
Die Gefahr, dass sich hier was verklemmt, besteht, aber auch wieder andersrum als bei der Tischkreissäge. Es fliegt nicht los, es verklemmt sich hier, das war's. Man macht die Säge aus, zack, Problem erledigt. Das heißt, wenn wir uns das Ganze so ein bisschen angucken, sehen wir, das Handling ist eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen idiotensicher, aber es gibt genug Bandsägenunfälle, aber wenn man mit ein bisschen Verstand an die Maschine rangeht, wirklich sehr sicher, es kann sehr wenig schief gehen. Und auch hier sehen wir nochmal den Gefahrenbereich, wenn wir den jetzt sozusagen abkleben würden, BG-technisch, wäre der lediglich hier. Dieser Bereich wäre der einzige Gefahrenbereich, alles andere ist ungefährlich, denn das Stück kann hier nicht rausschießen, das Sägeblatt wird auch nicht hier rausschießen, das wird, wenn aufgrund der Spannung, nach da schießen, es läuft ja in einem Oval. Das heißt, das ist alles recht sicher. Das sind also eigentlich schon die Sicherheitsfeatures, auf die man achten muss und auch der halbwegs sichere Umgang. Was natürlich wichtig ist, und deswegen steht hier so eine kleine Flasche Öl, es gibt einfach Teile bei einer Bandsäge, die sollten immer geölt sein. Welche das sind, sage ich euch nicht, weil am Ende bin ich der, der es falsch macht. Guckt lieber in eure Betriebsanleitung. Und was auch wichtig ist, die Frage wird kommen, warum schreit eine Bandsäge so, um es mal so zu sagen, man hat ja gerade bei hohen Schritten sehr hohe Geräusche. Woher die kommen, erkläre ich euch jetzt. Das Schreien der Bandsäge ist eigentlich, kann man sehr ausführlich und sehr schwierig erklären. Wir machen es aber so, wie wir das ja hier eigentlich immer machen, ganz einfach. Wir stellen uns einfach vor, wir haben ja, wenn wir jetzt einen ganz, ganz hohen Schnitt machen würden, stellen uns also vor, wir sind hier ganz weit draußen, dann tritt das Schreien ja eher auf als bei so ganz kleinen Schnitten. Wenn wir uns also vorstellen, dass wir jetzt sowas durchsägen wollen, das Stück wäre jetzt länger, weil das wäre auch ein absoluter No-Go-Schnitt. Warum schreit das dann? Woher kommt dieses fürchterliche Geräusch? Ganz einfach, wir haben ja hier ein ganz großes, langes Sägeblatt, was flexibel ist, was sich durch das Holz arbeitet. Das heißt, dabei entstehen einfach Schwingungen, Kratzgeräusche und das ist die ganz einfache Erklärung. Das ist ja anders als bei einem Formatkreissägeblatt, was sehr fest eigentlich ist. Natürlich haben die auch ein gewisses Spiel, aber sie sind eigentlich sehr, sehr fest. Ist das hier, wie wir sehen, wesentlich lockerer. Das heißt, dadurch entsteht dieses Schwingen. Man kann sich das ja vorstellen, wenn man so eine Japansäge so hin und her schwingt, dann macht die auch schon ein komisches Geräusch. Das ist sozusagen dieses Ganze auf Max-Level 9000 gedreht. Dadurch kommt das Schreien. Das ist in der Regel auch normal. Und was in der Regel auch normal ist, auch ganz wichtig, eine Bandsäge ist natürlich am Ende, so wie jedes sägende Werkzeug, so ein bisschen abhängig davon, was ich da drauf spanne. Die Säge an sich ist der Motor, ist der, das Ganze, was das Ganze bewegt. Aber wenn wir hier ein beschissenes Sägeblatt draufpacken, dann werden wir trotzdem nicht gut sägen. Oder andersrum das falsche Sägeblatt. Letzte Woche bei den Handkreissägen hatten ja einige schon gesagt, ja, ein Handkreissägeblatt ist eigentlich fast wichtiger als eine gute Säge. Nee. Das kann man so nicht sagen. Muss man auch nicht, denn am Ende ist es sowohl die Maschine als auch das richtige Sägeblatt und zusammen hat man das beste Ergebnis. Ich denke, eine Scheißsäge nehmen, ein geiles Sägeblatt draufpacken und dann ein 80%iger Schnitt. Ja, Alter, das sind immer noch 80%, das will ich nicht, ich will ja 100. Also, gute Säge und richtiges Sägeblatt. Beim ganzen Thema Tischkreissägen, Handkreissägen schauen wir uns die Sägeblätter nochmal an. Nochmal vorweg, auch hier gilt für längs möglichst wenig Zähne, für quer möglichst viele Zähne. Wir schauen uns, wie gesagt, das Ganze, da machen wir ein ganzes Video mal drüber, einfach um auch so ein paar Mythen mal einfach mal auszuräumen. Aber wir können uns das also merken, wir sollten also für verschiedene Schnitte auch hier das Sägeblatt wechseln, das bietet sich an. Die klassische Frage, Universalsägeblatt, meine einfache Antwort, nein, kommen wir wie gesagt bei den Tischkreissägeblättern zu, ist meistens ein Kompromiss und der Kompromiss ist meistens aus meiner Sicht kein guter. Das ist also so ein bisschen eine kleine Heranführung an das Thema Bandsäge. Was alles zu beachten ist, habe ich euch möglichst klein und doch möglichst umfangreich einmal mitgeteilt. Wenn ihr euch schlau macht, welche Maschine für euch die richtige ist oder ihr überlegt und sagt, Mensch, ja, ich habe echt eine kleine Werkstatt, vielleicht ist eine Bandsäge wirklich die richtige Option, dann kann ich das A nur unterstützen und B sagen, macht euch schlau. Es gibt immer noch, auch heutzutage, obwohl es ja so ein bisschen ein vergessenes Werkzeug ist, viele überraschend gute Bandsägen und behaltet immer im Hinterkopf, es ist anders als bei anderen Maschinen, hier ist es wirklich so, die Bandsäge ist sehr, sehr stark davon abhängig, wie gut ihr sie einstellt. Und das könnt ihr euch, wie gesagt, hier anschauen. Ihr habt die wichtigsten Features einmal gesehen
Und jetzt könnt ihr eigentlich schon so loslegen. Natürlich macht ihr das nicht, weil ich ja heute gesagt habe, so machen wir das nicht. Aber ihr seid grundsätzlich gewappnet. Das freut mich, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt oder sagt, Mensch, sag mal, ist die Bandsäge gut, ist die Bandsäge gut? Dann schreibt das einmal unten in die Kommentare vorweg. Alle diese kleinen Tischmodelle, ich sage mal, trifft jetzt leider die Marke, die mir in den Kopf kommt, Einhell. Diese Frage könnt ihr euch sparen. Das ist echt nicht so doll. Also, wir können uns darüber unterhalten, aber versucht, das auch als ernsthafte Maschine zu sehen. So eine Maschine kostet ein bisschen Geld. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Kommentare. Wir können das Ganze beantworten. Und auch der Discord-Server, ihr hattet ja für Ja gestimmt, ist im Aufbau. Das heißt, auch da können wir dann so ein kleines Werkzeugforum aufbauen, über solche Sachen diskutieren. Ihr könnt da auch so ein bisschen einbringen, welche Maschinen ihr habt. In diesem Sinne, säget mit der Bandsäge euch nicht den Finger ab, sonst komme ich und dann ist der Lack ab. Das war der schlechteste Reim, den ich jemals gemacht habe. Ich gehe also jetzt nach Hause. Tschüss!